jetzt ist noch eine gewisse Leere, ehrlich gesagt, da, weil aber weniger wegen all dem Erreichten und wie gesagt weniger wegen dem Karriereende, sondern in erster Linie, weil dieser Traum platzt von uns. Das war ja eine Entscheidung, die ich Gott sei Dank selbst getroffen habe. Ich habe immer gesagt, es wird die Momente geben, wo ich den Fußball vermissen werde, vor allem natürlich das Spiel an sich. Was soll man über Toni sagen? Ein sehr, sehr feiner Kerl, Familienmensch und ja, ist ein stiller Leader. Ist jetzt keiner, der viel redet, aber auf dem Platz immer vorangeht. Unabhängig von all den Rekorden und Erfolgen ist es schon beachtlich, was er für ein Typ ist, was er für ein Mensch ist. Das ist schon, ich glaube, ein Vorbild für uns alle in der Kabine. Es wird nie wieder was geben, was ich so gut können werde wie Fußball spielen. Und dieser Abschnitt ist dann halt vorbei. Auf der anderen Seite freue ich mich auch sehr auf diesen neuen Abschnitt.